Wunderbar, sehr schön. Das ist, klingt ein bisschen zu deutsch so. Da, 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 da. Könnt ihr das total lebendig spielen? Am besten hat ihr dann eine etwas andere Spielweise. Spielt bloß nicht. Da, 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 da. So. Es gibt in dieser Stadt gerade an so einem warmen Sommerabend ein unglaubliches Fluidum. Ne? Die Luft schwirrt so ein bisschen. Es ist immer noch heiß, aber schon dunkel. Wir sind ein bisschen außer uns. Und das ist immer schön, wenn das beweglich bleibt und nie so. Eingekastelt. Wie fühlst du dich? Tempo gut? Wir wurden jetzt beim zweiten Mal ein bisschen langsamer, aber lass uns das Solo Anfang Tag 23 auf Tag zu 3, wo die Bässe dann einsteigen. Ihr braucht nicht mehr zu spielen in den oberen Geigen, aber da sein ist gut. Eins und zwei. Wir hatten in unserem letzten Beitrag darüber gesprochen, wie sieht es eigentlich aus mit der Zeitgestaltung? Was bedeutet ein Rubato? Warum ist es so wichtig, dass wir so ein Element des Menschlichen bis hin zur Frage auch der Freiheit musikalischen Gestaltens mit in unsere Art und Weise des Musizierens aufnehmen können und müssen, wenn wir über die alte Musik sprechen? Jetzt geht es darum, zu überlegen, wie ist es eigentlich mit den Instrumenten? Wir spielen heute mit modernen Instrumenten, aber diese Instrumente unterscheiden sich ganz wesentlich von den alten Instrumenten, die damals benutzt worden sind. Erste Frage an Gerhard Darmstadt, der ja als Cellist selbst auf einem Instrument spielt. Was ist das für ein Instrument, auf dem du spielst? Ich habe mehrere. Also Quanz schreibt auch, man braucht drei Celli, das habe ich auch. als für Solo-Spielen, das ist kleiner, das ist das, was hier ist. Dann ein normales Cello für Kammermusik und dann ein sehr großes Cello für Continuo und Orchesterspiel. Und wie sieht es aus mit den Seiten? Das ist ja ein ganz wesentlicher, eine ganz wesentliche Frage. Damals gab es prinzipiell normalerweise Darmseiten, die waren lange noch blank. Da liegt auch ein Problem. Also man konnte vor 1660 eigentlich keine sehr schnelle Musik im Bassbereich spielen, weil man keine Technik hatte, die Seiten zu umspinnen und dünner zu machen. Und wenn die Seiten sehr dick waren, also viermal so dick wie das hier, dann musste man darauf Rücksicht nehmen und konnte bestimmte Dinge nicht schreiben. So wie dann 1660 diese Seite umsponnen werden konnte, konnte man plötzlich eine andere Musik machen, man konnte die Instrumente kleiner machen. Also manchmal hat man eine Not, die man nicht lösen kann, da muss man damit leben, bis eine Innovation kommt, die es verbessert. Und zum anderen kann man aber auch sagen, jede Zeit sucht sich die Instrumente, die sie braucht und wünscht. Und wenn einem das nicht gefällt, geht man zu seinem Instrumentenmacher und sagt, ich brauche was anderes, kannst du mir helfen? Und vor allem wird man Instrumente in einem Ensemble suchen, die zusammenpassen. Eine Frage, die mich geradezu umtreibt, wenn du das sagst, wie sieht es dann aus mit, der, mit dem Umgang? Der Tempi bei den bach -Suiten. Man hat ja das Gefühl, dass oftmals bach auch an den äh, Rand der äh, technischen Möglichkeiten kommen. Anders gefragt bedeutet das, was du jetzt eben sagtest, dass man die bach eigentlich langsamer spielen müsste in den schnellen Sätzen zumindest? Wenn Matheson sagt, Musik ist nichts als eine Rede in Tönen, und dann wäre, der hat das Grundtempo so, wie wir auch reden. Wenn ich jetzt sage, das Grundtempo wäre so, wie wir auch reden, dann würde ich sagen, spinnt der? Was ist mit dem los? Und dass sozusagen eine Sprache einen bestimmten Gestus hat, der ein einen Tempo vertritt. Und es gab damals bestimmt keine Vorstellung, dass etwas genau in diesem oder in dem Tempo zu spielen sei, sondern das hängt von dem Menschen ab, der etwas sagt. Es gibt Leute, die reden langsamer. Wenn sie was zu sagen haben, ist das gut. Wenn nicht, dann sollten sie lieber schneller reden. Man kann dazu allgemein nichts sagen. Wir haben heute oft eine sportive Kindesbuch-Tendenz, wer kann es am schnellsten? Wer höher, schneller, lauter stand beim NDR mal auf einem Plakat als Attribut für, die, für eine Jugendausbildung? Das kann es eigentlich nicht sein. Und wenn es mehr im Vordergrund steht, wie schnell ich spiele, als das, was ich sage, dann kriegt das eine Schieflage. Aber nochmal anders gefragt, geben dann damit die Instrumente auch gleichzeitig die Frage des Tempos mit vor? Bis zu einem gewissen Grad ja. Also auf einem Cembalo oder einem Hammerflügel kann man nicht schneller spielen als die Töne repetieren. Da gibt es eine Grenze, da passen auch die Metronomangaben zur Hammerklaviersonate gar nicht. Es geht nicht. Da kann man sich fragen, was ist da los? Das wollen wir jetzt besser in dem Moment nicht erörtern. Es hängt auch vom Spieler ab. Es gibt Leute, wenn die cholerisch sind oder sanguinisch, dann werden die schneller spielen als ein Phlegmatiker oder ein Choleriker oder ein Melancholiker. Und es gibt dann immer auch noch eine persönliche Wahrheit für ein Tempo. Da eine, also es wird immer einen gewissen Rahmen geben. Und wenn wir im Orchester etwas suchen, dann suchen wir doch wieder, was wäre das Idealtempo für die Musik. Wenn wir unser Vivaldi-Konzert nehmen, dann hören wir das heute viel schneller, als wir das gespielt haben. Ich habe auch in der Probe gar nicht das Tempo genommen, was vielleicht am Ende gut ist, sondern das sind erstmal Wahrnehmungsübungen. Und man könnte das so weit treiben, dass man spielt, dass man erstmal überhaupt da reinhört, als wäre das ein sehr ausdrucksvoller, ganz langsamer Satz, ein schneller. Und dann lässt man wieder locker und geht aus dem Gefühl heraus, hat das aber in sich. Kann dann aber wenn ich spiele, da ist der Effekt weg. Das passt nicht mehr zu dieser traurigen Grundstimmung. Und dann kann man sich fragen, was soll das? Kommen wir jetzt noch einmal wieder zurück zur Frage des Instruments. Einer der wesentlichen Diskussionspunkte bei Streichern ist die Frage des Vibrato. Mhm. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen: Wie ist es eigentlich mit der Entwicklung des Vibrato gewesen? Das ist eine interessante Frage. Fangen wir mal hinten an. Die vibrato ärmste Zeit der Musikgeschichte war die Wagner Zeit. So, zwischen Beethoven und Wagner wurde am wenigsten vibriert von dem, was wir überschauen können. Am wenigsten bei Wagner. Der schreibt auf drei Tönen im dritten Akt von Tristan in der ersten Geige Vibrato, sonst nirgends. Seine Hauptsängerin Lilly Lehmann sagt: Vibrato ist eine sittlich-moralische Verfehlung. Das ist schon ein starkes Stück. Das Vibrato, was wir heute kennen, entstand nach 1920 und das war ein erregender Neubeginn von Klang nach dem Ersten Weltkrieg. Das passt auch zu den 20er-Jahren und zu diesem neuen wilden Lebensgefühl. Es war erstmal für die Alten ganz komisch es war eine erregende Neuerung. Als dann nach dem Zweiten Weltkrieg das amerikanische Vibrato noch zu uns kam, wurden wir ziemlich stark amerikanisiert und das wurde dann erstmal sehr, sehr stark vibriert. Heute sind wir wieder auf dem Rückzug und versuchen, das individuell zu machen. In der Barockzeit behauptet man heute, hätte man nicht vibriert. Dafür gibt es keine einzige Quelle. Um 1800 steht bei, in dem Lexikon von Koch, 1802 ist eine längst verjährte Manier. Das heißt, wann war das? Zwei Generationen vorher. Geminiani schreibt Vibrato as much as possible und er schreibt, man kann es immer machen. Dann gibt es in Frankreich differenziertere Aussagen für längere Töne. Und dann ist die Frage, was ist Vibrator? Und die andere Frage ist, wann vibrieren wir im Leben? In unserer Kommunikation haben wir heute noch nicht vibriert, außer dass unsere Stimmen von Natur aus schwingen. Und das schreibt auch zum Beispiel Mozart: die menschliche Stimme zittert von Natur aus fein und dann käme so ein Vibrator. Das gehört zum guten Ton und das gehört dazu, dass wir überhaupt mit einer Bewegung sprechen und nicht wie ein Roboter. So das, das wäre unmenschlich. Ein Vibrato, was die Tonhöhe verändert, muss einen guten Grund haben. Das ist nicht allgemein. Und man kann auch sagen, so solistisch wird man mehr vibrieren als allein, aber es gibt keine so genauen Aussagen aus dem 18. Jahrhundert, und wir können es vor allem nicht hören, wie sie es gemacht haben dass ich das für sinnvoll halte, unser Leben anzuschauen und zu gucken, bei welcher Emotion sind wir wie erregt und vibrieren. Dafür finden wir wahrscheinlich schneller einen Schlüssel zu einer inneren Wahrheit, als wenn wir jetzt mit irgendwelchen Regeln kommen. In Italien wahrscheinlich mehr als in Frankreich, im Orchester auch weniger als beim Solo und dann regional sehr verschieden und je nach Temperament und Ausdrucksenergie verschieden. Bei den Proben fällt auf, dass man Immer wieder auch überlegt, wie ist das eigentlich mit dem Verhältnis der Instrumente zueinander? Also anders mal gefragt, kann es sein, dass die Proportionen so sind, dass bestimmte Inhalte damit verdeckt werden? Stichwort, wie ist es mit der Bassgruppe? Ja, das hängt mehr mit der Spielweise zusammen. Wenn man jetzt so gewohnt ist, sonst der Not ständig zu spielen und man. Man kleistert quasi die Töne zu, dann wirkt das alles viel zu stark. Wenn man das Pom, Pom, Pom statt Tam, Pam, Pam, das wirkt mindestens doppelt so laut. Auch wenn es so rein messbar gar nicht so ist. Das liegt, glaube ich, man könnte vieles mit sehr heterogenen Instrumenten durch eine andere Spielweise angleichen. Allerdings hat die Entwicklung der Instrumente keinen parallelen Weg genommen. Querflöten sind heute viel lauter als Traversflöten die Streichinstrumente nicht in dem Maß, auch wie die Flügel sich entwickelt haben, passt das nicht zu uns Streichinstrumenten. Da sind wir nicht synchron gelaufen. Das schafft auch in der heutigen Musik massive Probleme des Zusammenspiels. Inwiefern? Zum Beispiel sagte Casals, wenn ich mit einem modernen Flügel spiele, komme ich mir vor wie eine Grasmücke mit einem Elefanten. Ich weiß nicht, wie ich dazu klingen soll. Ich muss immer lauter spielen, als ich es möchte und als es der Musik gut tut. Und das liegt nicht zuletzt auch an der Bespannung der Saiten? Man hat mit den Stahlseiten da noch einiges erreicht, was die Schillisten ja meistens bis 1950 noch gar nicht hatten. Man konnte damit aufrüsten, auch der Stachel war noch eine Aufrüstungsmöglichkeit, wo man den Klang so 20 Prozent maximal verstärken konnte. Man konnte den Steg höher machen, man konnte die Seitenspannung intensivieren. Da ist einiges erreicht worden, aber es bleibt immer noch ein Missverhältnis. Deswegen braucht man dann zum Teil viel mehr Steicher als damals. Im Zusammenhang mit der Frage der Instrumente, des Instrumentenbaus, der Frage der Bespannung der Seiten, stellt sich auch natürlich die Frage, wie ist das mit dem Spielen im Hinblick auf 440 Hertz als der normalen Linie. Höher spielen, 465, oder tiefer spielen, 415. Wie steht das zueinander im Hinblick auf die Klangbalance und auf den Ausdrucksgehalt? Wenn wir ins 17., 18. Jahrhundert schauen, haben wir eine unglaubliche Vielfalt an Stimmtonhöhen in Europa. Und zwar in einem: Da gibt es keine Norm, dass man sagen kann, man stimmt so oder so. Wir können so grob sagen, dass bei Monteverdi oder Heinrich Schütz so 466 war, ein Halbton höher als heute in Frankreich hatte man sehr tief gespielt auf ungefähr 392 Hertz. Das wäre ein ganz Ton tiefer als heute. Wir haben uns heute pragmatisch für alte Musik oft für 415 entschieden, aber das ist ein willkürlicher Beschluss. Der ist historisch nicht legitimierbar, weil wir müssten eigentlich, wenn wir das genau machen wollten, für jedes Stück, für jede Stadt, für jeden Raum die Stimmung ändern. Wenn da eine Orgel mit 466 Hertz ist, müssen wir entweder die anderen Instrumente einen Ton transponieren. Entweder stimmen wir dann nach der Orgel oder die Orgel muss transponieren. Da muss man gucken, das hat Bach in Leipzig immer gehabt. Aber es gibt für jedes Stück, könnte man nicht sagen, das ist nur richtig oder war damals in der Stimmung. In jeder anderen Stadt wäre es schon wieder anders. Friedrich der Große hatte auf seiner Traverso sieben Mittelstücke, damit er überhaupt kompatibel ist an verschiedenen Orten. Und hat die Stimmung einen Einfluss auf die Proportion des Klangs? Ja. Also, je höher eine Stimme ist, desto stärker sind die hohen Formanten. Es wird sehr, sehr strahlend, bringt sehr viel Licht. Das passt gut zu Italien, die sowieso mehr von der Sonnenseite der Musik sprechen. In Frankreich ist das eher so eine dunkle Seite, wo die tiefen Klänge sehr verstärkt werden. Ein französisches Cembalo klingt in einer kleinen Terztiefe als so eine hohe italienische Stimmung. Sehr dunkel, unglaublich weit, grundtönig, macht die Seele auf. Hat mehr so einen Mondenklang als einen Sonnenklang. Das war in, Italien, in Frankreich auch so, dass man die, da in der Oper die tiefen Stimmen als Helden bevorzugte und nicht die Kastraten wollte. Das hat viele Gründe, unter Umständen, dass Lully schwul war und bestimmt keine Kastraten wollte, sondern, sondern tiefe Männer und auch keine Knaben und dem, er hat sicher zu Ludwig dem 14. gesagt, da du es gesagt hast, du bist die Sonne, darfst du doch keine Konkurrenz kriegen. Lass uns die Musik im dunkleren Bereich machen, dann kannst du besser strahlen. Also da kommt vielleicht was Persönliches und was Kulturelles zusammen. Jedenfalls war die tiefste Stimmung, die wir in Europa haben, wahrscheinlich in Frankreich, auch lange in England und in Deutschland unglaublich heterogen. In jeder Stadt anders, auch noch im 19. Jahrhundert.